Freiburg empfängt Leverkusen. Im ausverkauften Badenova-Stadion tritt Robin Dutt letztmals als SC-Coach an. Er löst Jupp Heynckes bei Bayer ab. Für den geht's in der neuen Saison weiter Richtung FC Bayern. Die Werkselfin Weiß will unbedingt Tabellenplatz 2 sichern. Ein Remis würde reichen. Zweite Minute, der Diok schiebt den Ball knapp am Tor vorbei. Die Gäste zu Beginn klar Feld überlegen. Zehnte Minute, Ballack auf der Diok, Baumann auf dem Posten. Die Breisgauer warten seit 5 Duellen auf einen Sieg gegen Bayer. 29. Minute, der SC mit Bastians Caligiuri. René Adler, gewohnt stark, entschärft den Schuss. Die stärkste Phase der Hausherren. 37. Minute, Macchiadi. Nachschuss, Cissé. Aber der zweite in der aktuellen Torjägerliste, bislang ohne Abschlussglück. René Adler mit einem spektakulären Reflex klärt er Macchiadis Schuss. Nur noch Sekunden in Halbzeit 1 und der Ball ist im Freiburger Netz. Balic mit dem Kopfball, Macchiadi versucht noch zu klären, aber der Ball landet im Tor. 45. Minute. Leverkusen führt 1:0 in Freiburg. Mit der knappen Gästeführung geht's auch in die Pause. Bayer 2 Minuten nach Wiederanpfiff mit der Chance auf 2:0 zu erhöhen. Renato Augusto, Oliver Baumann erneut ganz stark. Gut eine Stunde gespielt, die Freiburger bäumen sich nochmal auf. Bastians, Rosenthal, aber dessen Kopfball landet an der Latte. Weiter 0:1, 64. Minute. Es bleibt beim knappen Auswärtssieg der Leverkusener.